Aha. Hier brennt schon wieder eine Fabrik. Also was hier an Fabriken abfackelt, das ist ja nicht normal. Ich versuche da mal 30% nur Geschäfte aufzubauen. Nur ein bisschen in Gebäude, Wohngebäude. Ja. Mach das mal. Warum macht die Bude hier Verlust? Das ist doch ein Bahnhof. Wie kann dann sowas sinnen? Ich brauche in der Nachbarstadt einen Bahnhof. Den Todesstreifen. Ich denke, das dürfte ein guter Plan sein. Was ist denn ein guter Plan? Erzähl mir ruhig. Das andere, die andere Stadt mehr auf ein Gewerbetool zu machen. Nur mit Gewerbe Aha. voll zu clustern. Mit sehr viel. Aber ich weiß nicht, ob es klappt, ne? Naja, also ich sagte so, dann erstens gehen sie da auch arbeiten und verstauen die Autobahn und dann wollen sie auch noch einkaufen gehen, ne? Und die meckern eine ganze Zeit lang rum, dass die keine Mitarbeiter haben und so weiter. Also das sehe ich ja bei mir. Die Innenstadt ist voll mit Bewohnern, die arbeiten wollen und nebenan will einfach keiner arbeiten. Schlecht. Gut. Hab versucht, mit dir ein ernsthaftes Ja, Gespräch zu führen, aber nee, ja. dann muss ein anderer Plan her, dann muss ein anderer Plan her. Nur, Ja, dann probier halt, aber ich sag dir, das hat nicht so gut gemacht. weil, wenn ich dann aber Industrie mache, ne, das ist halt mindestens genauso bescheiden. Ja, probier halt, mach, was du willst. Ah nee, wenn du schon sagst, das bringt so nix, ne? Ja, ich hoffe ja, dass es irgendwann mal wird. Also, Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Kann ein Laden nicht genug Waren verkaufen? Ja. Das für eine fette Bude hier. Die Frage ist halt die, macht es dann vielleicht Sinn, in einer Stadt das eher 50-50 aufzubauen, weißt du? Wohnung und Gewerbe im gleichen Dingens da. Ja. Ach, du Scheiße. Was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, Wie hat das. mein PC gerade eine Macke gehabt? Oh, nicht gut. So. Was So, was ist denn das hier? So wenig Symbol eben hier. Muss ja Onkel Franz wieder cheaten hier. Olla Cheater, du! So, jetzt hängt ja alles. Nee. Oh, ewig hier. Paste kommt. So, Grundbrand, ja, was ist da? Nicht genügend Abnehmer. Ach, das geht doch mit der Dachtaste, Mensch, das ist ja bequem. Oh, drohende Finanzprobleme. Ach, wieso? Nur weil die Steuern auf 4% sind. La 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 la. Das hier und hab das Haar. Wow. Ich soll jetzt dafür achten, dass die Schüler nicht schwänzen. Mein Ja, Gott. dann macht das auch mal. Wie weit ist jetzt eigentlich mein Forschungsprojekt? Kann das sein, dass das fertig ist? Echt? So schlecht? So schlecht, so schnell. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch irgendwo, ich sag mal, abgebrochen. Nö. Forschung ist abgeschlossen. So schnell? Naja, was heißt so schnell? Was? Das sind jetzt Also ich will hier so ein Lumpi-Solarpark-Ding bauen und brauche dafür zig. Forschungsprojekt. Forschung. Ja. Ich muss ja auch das Ding forschen und du willst ein Raumfahrtzentrum Achso, bauen? ja gut, Oder ich war willst jetzt die du. ganze Zeit in der Stadt drinnen, ne? Ach In so. der ich jetzt das da geforscht habe. Darum habe ich ja gesagt, ich will hier eine Uni drinnen haben, weil im eigentlichen Sinne wollte ich ja die sauberen Kohlegeneratoren haben.
Nicht mehr und nicht weniger. So, was will die wieder? Ja, so. Dann kann ich auch mal Luki-Luki machen, ob da mein Forschungsprojekt auch mal fortgeschritten ist. Außerdem warst du doch gerade die ganze Zeit in dieser Ja, komischen also Fußpflegstadt so lang. Ja, da. das muss ja davor fertig gewesen sein, nehme ich mal an. So. Dün, 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 dün. Ja, das sorgt natürlich schon für Probleme. Aber da sind halt auch jede Menge Busse gerade halt hin und her unterwegs. Ja. Das ist alles so schlecht. So, was ist hier? Geschlossen, wir stellen Leute ein. Was? Alter, ich habe da letzte Woche eine ganze verfickte Stadt mit Leuten, die auch qualifiziert sind. Und du sagst mir, du stellst Leute ein? Falls du einen Piepton brauchst, ich habe da mal einen Newton gefunden. Piep. Lalalala. Ja, immer noch bei 66%. Oh, mein Geld ist schon angekommen. Okay, interessant. Ladenbesuch aus Sternchen. Sternchen finden Angebote in Reichshauptstadt. Ich das da auch gemacht? Nee. So, das wird nur noch Schachbrettmuster sein. Nicht mehr, nicht weniger. Nicht mehr, nicht mehr. Ich habe hier 4 Millionen, so viel brauche ich ja nicht. Die Stadt ist sowieso bald überfällig. Da könnte man nicht, wo könnte ich denn meine Müll? Da vielleicht ein bisschen Geld. Keine Verbindung zur Stadt, schade. Kann ich dir, jetzt kann ich dir auch was geben. Lol. Nee, jetzt kriegst du aber nicht mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt wo ich mir gerade selber was gegeben habe, du kommst da echt früh damit an. Nö, dann behalte lieber meine. Also sind ja schon fast 5 Millionen. Nee, ich brauche das Geld selber. Tut mir leid. Könntest du ja mal wieder zurückschicken zu meiner Geldmachtstadt. Hast mir 5 Millionen geschickt. Oder was hast du jetzt an welche Stadt geschickt? Wie, wo, wann, was, wieso, weshalb, warum? Nee, die doch nicht. Du bist doch nicht meine Geld. Achso. Na, dann bin ich ja Ja. heilfroh. Gott sei Dank. Du meinst, ich schick dir Geld, oder was? Du hast denn. Nee. Nein. Brauchst du aber selber. Ach, warum? Ach, warum sind denn hier keine Leute? Geschlossen, wir stellen Leute ein. Ja, schön für die Leute. Aber trotzdem. Warum stehen dann eigentlich so völlig alte Karren rum? Das weiß ich auch nicht. So. Ist das bei dir auch bei deiner Universität so, dass da so viele alte Karren rumstehen? So weiße und schwarze? Müsste ich, um ehrlich zu sein, mal gucken dann. So. Moment, dann machen wir das anders da. Umleitung von Abwasser nach Kabubel. Ja, das ist ja sehr schön. Das ist ja wunderbar. Verkaufst deine Kacke an mich? Na 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 Ja. na 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 na. Ja. Nee, kaufe Kapazitäten. Aha, So so rum. nennt man das. Hohe Nachfrage bei Touristen. Ja, schön für die. Touristen, Terroristen, wo ist der Unterschied? Kosten beide nur Geld. Oh, die Universität läuft wieder. Wunderbar. Na dann. So, jetzt muss ich ja auch hier ein bisschen rumgammeln in meiner Stadt hier. Sonst läuft das ja nicht weiter. Welche Probleme gab es bei dem Atomkraftwerk aus so schlecht ausgebildete Sims?
Das würde bedeuten, die Straße. Aber das ging irgendwie. Ja. Ja? Du warst gerade wieder Nicht. ziemlich weg. Ach so, ja, das ging vor dem letzten Patch schneller, dass die Kläranlage einen riesen Wasserfleck hinterlassen hat. Das Sag ist gut jetzt. möglich. Ja. Mist, falsch umgebaut. Das war so nicht geplant. An Umweltverschmutzung oder an Frischwasser? Den großen Fleck. Frischwasser. Also, Na, Kläranlage. ja. Frischwasser, ja. Ach so, ja. Ja gut, gut, dann müsste erst überlaufen, ne? Dass er Kacke verteilt. So. Oh, jetzt geht's auf jeden Fall schnell mit meinem Projekt hier. Wunderbar. Na, das ist doch wünschenswert, vermute ich mal. Ja. Lalalala. Lass mich das Ding dahin bauen. Muss gar nicht deine Hunde übertönen. Versuch nicht mal. Ich müsste mal herholen. Na dann los. Muss ich jetzt aufstehen und nach oben gehen? Verrückt bin ich auch nicht. Los, komm, mitten in der Aufnahme mal aufstehen. Trau dich. So. Dann, wie geht's denn weiter, Gewerbe? Also die Stadt finde ich jetzt gerade interessanter, muss ich sagen, die ich jetzt hier neu aufgebaut habe. Weil die jetzt so ein bisschen Style in der Mitte. User in your channel timed out. Also heute hatte da echte Pro oder heute gibt es da echte Probleme beim Franz. Das war die letzte Zeit wesentlich besser. Ja, wenn man sich halt solche Filmchen nebenher anschaut. Lalalala. User entered your channel. Bibi! Guten Tag. Schau dir bitte nicht meine Parts an. So. Du wolltest über mich hergezogen, oder Nein, ich niemals, Franz. Was hältst du? Denkst du von mir? Wirklich was? nicht. So, jetzt ist vorbei. Muss ich mal gucken, welcher Part das sein könnte. Den Fall haben wir schon aufgenommen. Wie viel? Fast 3 Stunden, also 2 Stunden und sagen wir mal 50 Minuten. Und dann gucke ich mal, welcher Part das ist und dann gucke ich genau da bei dir vorbei. Okay. Ja. Und dann wird überhaupt nicht spannend sein. Er wird bestimmt sein. Jetzt verarsche ich ihn mal. Hey, das wäre eigentlich die Idee gewesen. Also, Don't feed the troll. Ja, genau. 74%. Aber jetzt ein bisschen flott, meine Damen und Herren, ja. Es kann aber nicht sein, dass das so ewig braucht. Echt nicht? Nee. Es ist überhaupt nicht schwitzig. Sowas aber auch. So, und jetzt fehlen hier schon mal gerade die. So, haben wir jetzt alles abgedeckt? Bestimmt. Stellen Sie eine Universität auf. KV. Stellen Sie ein Wahrzeichen auf. KV. So. Achso, wir haben hier noch zwei Kredite. User in your channel timed out. Könnten wir mal die Geschwindigkeit noch eins höher setzen? Da machen wir Industrie nochmal hin. Dasselbe machen wir da. Auwe? Auwi, User entered your channel. Ist das irgendein Fehler oder so? Ist das was mit dir?
nachdem du jetzt kurz mal wieder weg warst und gerade eben erst wieder gekommen bist und du gesagt hast, Fehler Ja. als, habe ich keine Ahnung, was du meinst. Ja, hier fahren übelst viele Taxis rum. Aber richtig viele. Okay. Ja. Das ist total krass. So, das ist die produktivste Stadt, die es überhaupt gibt. Hoffe Ja. ich. Mit der Zeit. 74%, aber warum nur? Steig doch bitte. Please. Nee, wie heißt das? Ach nee, ich wollte gerade irgendwas singen, aber ich lasse lieber. Was ist da? Gratis zusätzliche Löschwagen schicken. Das Nee. Lustige ist ja, Ja. die Autobahn nach unten hin zu Was soll meiner ich mal schönen machen, Stadt Captain? ist frei. Hm. Aber nach oben hin, jetzt in die Stadt rein, fangen die Verkehrsprobleme an. Da fahren Busse mit so einem hässlichen Gesicht drauf von so einem Kerl da. Dem könnte ich glatt mal die. Könnte ich glatt mal eine draufhauen, ey. So einfach ist. Naja, egal. So. So, Feuerwehr. User in your channel timed out. Oh, wir hatten da wieder ein Disconnect. User entered your channel. So. Werter Herr von und zu Franz. Ja, am liebsten würde ich ja jetzt noch eine Stunde spielen, also irgendwie halt gerade Spaß daran. Aber mit diesem Problem, das wird ja nicht besser. Nee, das wollte ich nämlich gerade eigentlich mal fragen, weil das wird ja jetzt Nein. eher etwas schlimmer bei dir, ob wir da nicht wirklich mal einen Stopp machen. Ja. Boah, warte, was zur Hölle? Jetzt zeigt mich aber erschrocken. Boah, immer wieder dieser Chemie-Explosionszeug hier. Ja, das Boah. kenne ich nur zu gut. Vor. Einen Moment mal bitte. Dann muss ich mir das jetzt merken. Das wird natürlich schwer, das zu merken, ehe der Franz wieder da ist. So. Wie sieht denn das jetzt aus auf dem globalen Arbeitsmarkt? So, die tauschen sich dazwischen aus. Das gefällt mir sehr gut. Das bedeutet, die Stadt arbeitet hoffentlich mittlerweile autonom. So, was ich jetzt noch alles sagen wollte. Ich wollte eigentlich diese Folge noch einen Wu-Turm bauen. Dann wollte ich noch einen Screenshot machen für Part 60 bis 69. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon über 70. Aber gut, naja, muss ich wieder aus den Folgen machen. Dann wollte ich noch was über die Heute-Show sagen. Die sind immer sehr witzig und die sollte man sich mal angucken. Da lohnt es sich, die Gebühren zu bezahlen. Und da wollte ich noch einen Witz bringen, aber egal. Jetzt habe ich meine Liste abgearbeitet. Jetzt können wir aufhören. Alles klar, tschüss. Heute Show? Kennen Sie heute schon nicht? Nein. Nee? Da lohnt es sich, heute schon gezahlt zu haben. Gezahlt zu haben. Mann, jetzt hör auf, so bescheuert zu lachen. Entweder lachst du richtig oder lässt es sein. Ja, weißt du, ich versuche mich Oh, gerade wer das meinte, ist, ich würde zum den jetzt Lachen. bannen, aber das geht Dings leider da. nicht. Ja, genau, das werde ich jetzt dann einfach Oh, ich tun. mach dich Also, jetzt mal auf stumm. kann er das machen? Kann er das wirklich machen? Mich auf stumm setzen? Jetzt, Ich frage es mich hey, der gerade. mal so auf den Keks mit seinen scheiß hier Lava, ey, das ist Aber schlimm. wirklich, also total. Okay. So, liebe Leute, ich verabschiede mich jetzt von euch und wir sehen uns dann. Bis Tschö, sie. tschö.